Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play. Es ist mittlerweile das fünfte in der Reihe, es geht aufwärts. Es handelt sich hierbei um Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords für Steam, für den PC. Und nach dem grandiosen Finale aus Star Wars Knights of the Old Republic 1 geht es jetzt hier storytechnisch 5 Jahre später weiter. Circa 5 Jahre später. Also für jeden von euch, der Star Wars Knights of the Old Republic 1 noch nicht gespielt hat, es wird hier Spoiler geben. Spielt also den ersten Teil oder schaut euch mein Let's Play an. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal ein neues Spiel. Vorher schauen wir ganz kurz noch mal in den Optionen. Steht auch schwer, so will ich das haben. Das ist perfekt. Und dann starten wir ein neues Spiel. Ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob ich für die helle oder für die dunkle Seite spielen soll. Nach sehr langen Überlegen habe ich mich dazu entschieden, dann doch die helle Seite zu nehmen. So wie ich es bei Star Wars Knights of the Old Republic 1 gemacht habe. Aber für eines Tages plane ich ein Special, in dem ich praktisch nochmal Star Wars KOTOR 1 und 2 spielen werde, beide für die dunkle Seite. Und jeweils in einem anderen Geschlecht. Ja, das heißt, KOTOR 1 werde ich dann dunkle Seite weiblich spielen und hier werde ich das nächste Mal dunkle Seite männlich spielen, denn dieses Mal nehme ich für Star Wars Knights of the Old Republic 2 einen weiblichen Charakter. Warum, komme ich gleich dazu. Als weiblichen Charakter ist mir das Aussehen auch relativ egal. Wir machen einen eigenen Charakter natürlich, erstmal das Porträt. Nehmen wir einfach mal, ich glaube für mein Vorhaben passt die ja ganz gut, so. Und dann machen wir mal die Attribute. Was ich vorhabe, habt ihr ja schon gesehen, ich will wieder ein Sentinel spielen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, erstmal gucke ich mal hier, dass ich die ganzen Minusdinge ausgleiche, so und so. Also ich will nirgendwo ein Minus haben und auf die Sachen, die ich hauptsächlich benutzen will, habe ich natürlich dann am meisten Punkte reingesetzt und ein bisschen auf Stärke. Ich spiele deswegen wieder ein Sentinel, weil ich ja gerne so ein Tausendsasser bin und ich euch auch möglichst viel vom Spiel zeigen will. Und dabei macht ein Sentinel, der eben von allem etwas kann, am meisten Sinn. Also Sentinel ist ein Wächter, ne? Hier, Jedi Wächter habt ihr es. Ich spiele das Spiel normalerweise auf Englisch, also wenn ich manchmal die englischen Begriffe benutze, das hängt eben damit zusammen, also nicht verwundern, nicht verwundert sein. So, Fähigkeiten. Hier nehmen wir die Fähigkeiten, die, denke ich mal, am meisten Sinn machen für uns. Das ist Sicherheit, Reparieren, Überreden und Computerkenntnisse. Das sind diese Fähigkeiten, die ich immer so weit wie möglich maxen will. Alle anderen Fähigkeiten werde ich zweitrangig behandeln. So, wobei Tarnung brauchen wir gar nicht. Das wird immer noch hier ein Punkt rein, bei Sprengstoff. Die anderen Fähigkeiten machen unter Umständen Sinn. Ich würde sagen, wir können sogar auf Sprengstoff verzichten und setzen lieber vielleicht noch was rein bei Verletzung heilen. So. Müssen wir eigentlich alle Punkte verteilen? Du hast nicht alle Fähigkeiten, nur diese werden gespeichert. Genau, okay, das ist sehr schön. Ich hebe mir die Punkte mal noch auf. Ich verteile die erstmal so. Denn die Punkte reparieren, Sicherheit, Überreden und Computerkenntnisse sind die wichtigsten für uns. Warum, werde ich auf jeden Fall noch zeigen. Überreden sollte ja keine Frage sein. Aber reparieren ist hier, macht hier sehr, sehr viel Sinn aufgrund des neuen, eines neuen Systems, das es gibt. Sicherheit macht ja auch Sinn, denn wir hatten früher bei Star Wars Knights of the Old Republic 1 die Möglichkeit, Türen einfach aufzubrechen. Hier ist es so, dass wenn wir Türen oder Kisten einfach aufbrechen, der Inhalt kaputt gehen kann. Und deswegen macht es Sinn, das Ding eben sanft zu öffnen, mit viel Gefühl, dass wir eben sehr, dass wir eben die Sachen nicht kaputt machen, die da drin sind. Also übernehmen wir das Ganze erstmal so. Sparen uns noch 2 Punkte. Als nächstes legen wir die Talente fest. Wir bekommen hier erstmal leichte Rüstung, kritischer Treffer, Unruhe, starker Angriff und so weiter, bla bla bla. Kriegsveteran, was ist eigentlich Kriegsveteran? Gerade mal schauen hier. Finde ich gerade nicht, ist aber auch nicht weiter schlimm. Letztendlich ist es so, dass wir ähnliche Skills benutzen werden wie in Star Wars Knights of the Old Republic 1, wie meinem Let's Play von dort. Wir gehen wieder auf Lichtschwerter, wir werden als Hauptangriffsskill wieder Unruhe benutzen. Wir nehmen auch erstmal Konstitution hier, dass wir ein bisschen mehr Lebenspunkte haben. Das ist ganz wichtig für uns und später werden wir natürlich auf den Lichtschwertkampf aufbauen. So viel dazu. So, dann tippen wir einen Namen ein. Und der Grund, warum ich einen weiblichen Charakter hier spiele, ist,
Ihr erinnert euch an Star Wars Knights of the Old Republic 1, die Geschichte mit Revan, ne? Achtung Spoiler, wie gesagt, Revan ist ja, wenn man die Star Wars Geschichte zurückverfolgt, kann man ja einen männlichen oder weiblichen Charakter erstellen, aber Revan ist von der Storyline her im Endeffekt, deutet mehr darauf hin, dass er männlich war als weiblich, weil er ja letztendlich mit Bastila zusammenkam. Gut, jetzt kann man sich drüber streiten, bla bla bla, will ich nicht, ist mir auch ganz egal. Jetzt ist es aber so, dass in Star Wars Knights of the Old Republic 2 der Hauptcharakter, der Charakter, den man spielt, geschichtlich tatsächlich festgelegt worden ist als weiblicher Charakter und sie hat sogar einen Namen, nämlich, Moment, Tastatur suchen, so. So, genau, Mitra Surik ist der Name. Und ich habe vor, das Ganze ja, Star Wars geschichtstechnisch so einfach mal zu machen und so zu spielen. In meinem ersten Let's Play war es ja der gute Karadrik L.Play, wer sich erinnern kann. Und jetzt spielen wir Mitra Surik, so wie sich das Ganze gehört. Wer es nicht weiß, kann es gerne mal googeln oder, gut, ohne sich zu spoilern am besten, einfach mal nur über den Namen eingeben, dann sieht man das schon. Ja, deswegen starte ich das Ganze so. Und dann würde ich sagen, starten wir mal das Spiel. Star Wars Knights of the Old Republic 2, die Sith Lords. Die Zukunft der ganzen Galaxie steht auf dem Spiel. Seit ein grausamer Bürgerkrieg den Jedi-Orden vernichtet hat, droht die geschwächte Republik zu zerfallen. In den Wirren dieser Zeit breiten sich die bösen Sith in der ganzen Galaxie aus, um die letzten noch lebenden Jedi-Ritter zu vernichten. Nachdem er nur mit knapper Not einem tödlichen Hinterhalt der Sith entkommen ist, kämpft der letzte bekannte Jedi an Bord eines manövrierunfähigen Frachters in der Nähe des verwüsteten Planeten Peragus um sein Leben. Raumschlacht im All. Der Großteil der Crew ist tot oder liegt im Sterben. Du liegst schwer verletzt auf der Krankenstation. Ohne medizinische Hilfe wirst du in Kürze sterben. Der Hyperantrieb ist beschädigt. Jemand muss die Energieversorgung und die Triebwerke reaktivieren, damit das Schiff an der nahegelegenen Peragus-Station andocken und repariert werden kann. Dein Schicksal und die Zukunft der Eben Hawk lasten nun auf den Schultern des Astromektroiden T3M4. Kehre hierher zurück, wenn du den Prolog überspringen möchtest. So, wir werden natürlich den Prolog fortsetzen. Ehre, wem Ehre gebührt, sag ich ja immer. Und wir möchten natürlich sehen, wie T3M4 unser Leben rettet. Oh, T3-4M. Habe ich T3-M4 gesagt? So, also zur Steuerung ist es so, also man kann jederzeit hier den Prolog überspringen.
Und bei mir ist es so, dass hier tatsächlich die Flugzeugsteuerung aktiviert ist. Also hoch ist bei mir runter und runter ist bei mir hoch. Ich habe auch schon mal versucht, hier im Spiel die Achse umzukehren. Aber es macht tatsächlich keinen Unterschied. Das heißt, sollte ich da plötzlich mal zwischendurch irgendwie versehentlich, wo haben wir es, so. X-Achse ist ja die Y-Achse, ist das ja nicht die X-Achse. Ich versuch's mal gerade so rum. Ach nee, jetzt stimmt's. Oh Gott, ich war ja falsch. X-Achse und Y-Achse, das war's. Jetzt stimmt's. Sehr schön. Dann passt das soweit. Genau, also wir spielen jetzt hier praktisch ein Tutorial. Mit T3-M4 und wir werden natürlich das komplette Tutorial durchgehen. Das ist die Karte der Galaxis. Du befindest dich in der Nähe der Piragus-Minenkolonie. Wenn der Hyperantrieb des Schiffs funktioniert, wählst du auf der Karte dein Reiseziel aus. Okay, wenn der Hyperantrieb funktioniert, können wir hier auswählen, wo wir hin möchten. Hier befinden wir uns gerade. Da ist Piragus, Piragus 2, aber da können wir natürlich noch nicht hin. So, neuer Tagebucheintrag. Also ich glaube, wir ignorieren einfach mal die Frau, die da im Hintergrund spricht und ich übernehme das ganze Tutorial-Gerede. Hier finden wir Gegenstände, mit denen wir hier an die Kommunikations-Dingens rankommen. So, und jetzt haben wir eine Computersonde gefunden, mit der können wir hier auch hacken. Das Hacken ist im Prinzip das gleiche, wie man es aus Star Wars Knights of the Old Republic 1 kennt und Tür des primären Frachtraums der Ebonhawk öffnen. Damit kommen wir weiter. So, abmelden. Es läuft weiter, denn es ist eigentlich ganz interessant zu sehen, wie der gute T3-4M uns hier rettet. Das ist der primäre Frachtraum. Der primäre Frachtraum, das ist ja interessant. So, T3-M4, ne? T3-4M hat sie, glaube ich, vorhin gesagt, aber ich meine natürlich T3-M4. So, mit Sicherheit können wir die Truhe öffnen. Wenn es nicht funktioniert, können wir sie auch angreifen. Los, schlage! Schlage das Ding auf! Mit allem, was du hast! Los, T3-M4! So, zweimal zerbrochener Gegenstand, zweimal Computersonde. Da habt ihr es gerade, ne? Wenn man das Ganze eben aufschlägt, dann geht der Gegenstand kaputt, der da drin war. Wenn du einen Behälter gewaltsam öffnest, werden einige der darin enthaltenen Objekte zerstört. Was für ein Glück, dass du aus kaputten Objekten auf einer Werkbank nützliche Gegenstände herstellen kannst. Was für ein Glück. Zur Werkbank kommen wir auch noch. So, hier brauchen wir zwei Computersonden. Die haben wir zufällig auch. Wir können das System hier hacken und haben nun Zugriff auf das Zeug, das hier ist, auf die Überwachungskameras und die Sicherheitstüren. Das machen wir aber zu einem anderen Zeitpunkt. Das Tolle ist, wenn man hier einmal gehackt hat, hat man hier weiterhin den Zugriff. In Star Wars Knights of the Old Republic 1 hat man jedes Mal wieder neue Sonden verschwenden müssen. Hier liegt eine Leiche, irgendeine alte Oma, die wohl am Verrecken ist. Wird wohl bestimmt nicht so wichtig sein. Nehmen wir uns mal den Spinnschlüssel. Diese alte Frau scheint tot zu sein. Auf ihrem Körper liegt eine Zugangskarte für einen Spind. Okay, sehr schön. Hier ist doch mal ein Druide, da gibt es Teile zu finden. Ein zerstörter Druide, da gibt es Teile zu finden. Die Drucktour. Drucktour. Genau, die wurde magnetisch verriegelt und kann nicht geöffnet werden. Wir laufen mal weiter. Was haben wir hier? Defekter Druide. Noch mehr Teile, die nehmen wir jetzt auch gleich mal mit. So. Ja, können wir auch noch genauso machen wie früher, ne, mit der Taste M, die Karte öffnen, dass wir sehen, wo wir überhaupt hinfahren. Bevor wir hier lang fahren, fahren wir erstmal da oben hoch. Die Ebonhawk hat sich ja nicht geändert vom Aufbau her. So, Tür ist magnetisch verriegelt, darum fahren wir jetzt mal hier lang. Hier ist eine Sicherheitstür, wir schauen mal, dass wir die öffnen können. Und es hat funktioniert. Wunderbar. Das ist der Frachtraum. Und hier ist auch ein Druide. Hallo, 3CFD. Ganz genau. Das System ist natürlich auch wieder beibehalten. Das ist richtig. So, hallo. Ja, wir können mit ihm reden, wir können ihn reparieren, das machen wir auch gerade mal.
Ist der nicht süß? Dann laden wir ihn doch mal ein. So, wir haben Erfahrungspunkte bekommen und er hat sich angeschlossen. Ja, mit der Zugangskarte haben wir geöffnet, wir haben Gegenstände gefunden, wir legen auch mal was an, und zwar hier die Panzerung. Und dann machen wir das Ding hier auf. So, wir ignorieren einfach mal die Tante, die da im Hintergrund quatscht. Wenn wir das Ding aufgemacht haben, Kampftraining, finden wir hier eine Pistole, die nehmen wir uns gleich mal. Und natürlich kommen auch gleich Sonden, an denen wir üben können. Diese Droiden eignen sich hervorragend für eine kleine Zielübung. Genau. Die eignen sich hervorragend für eine kleine Zielübung, das machen wir auch. Und zwar legen wir hier unsere Waffe an, Feldpistole, ne, hier, Feldüberlebenspistole ist das Ganze. Jetzt können wir auch schießen, wie ihr seht, ne, hier ist die Waffe oben drauf. Und damit können wir jetzt, ne, mit der, entweder die 1 drücken, um das zu aktivieren, oder draufklicken. Es ist genauso wie in Star Wars Knights of the Old Republic 1, dass sich dann hier unten die Teile füllen, ne. Da kann man schon mal Aktionen im Voraus festlegen. Nur, dass es eben ein bisschen anders aussieht. So, also da müssen wir das Kämpfen nicht weiter lernen. Da sind wir noch ziemlich fit. Da hat sich wirklich nicht viel getan. Es ist eigentlich nur besser geworden, letztendlich. So, hier ist zu hohe Sicherheit. Wenn die Fähigkeit zu niedrig ist, um das Ding zu öffnen, dann können wir hier den Plastikzylinder aufmachen zum Beispiel. Ja, ja, quatsch mal nicht so viel. Hier gibt es Sicherheitsüberbrücker. Genau, hier können wir weiterschalten, da können wir Systemüberbrücke auswählen. Also anstelle von Knacken können wir Systemüberbrücke auswählen, das machen wir jetzt auch. Den verbrauchen wir jetzt, das ist eine Art Dietrich, den wir jetzt verbrauchen. Und dadurch öffnet sich das Ding. Ne? Zylinder geht auf, Computersonde, Komponente und Teile, die nehmen wir uns. So, und fahren weiter. Mit unserem kleinen Kollegen im Rücken. Und jetzt fahren wir mal da lang. So, hier ist Tür zum Maschinenraum, da können wir jetzt noch nicht rein. Aber, was haben wir hier? Innere Werkstatt. Da müssen wir rein. Und wie wir da reinkommen, zeige ich euch. Erst einmal fahren wir hier durch. Dieser Aufzug bringt dich zur äußeren Hülle der Ebenhawk. Dort findest du Minen und Ersatzteile für die Reparatur des Hyperantriebs. Benutze das Bedienfeld, um mit dem Aufzug nach oben zu fahren. Ganz genau. Schön, dass sie uns da unterbricht. Einige Türen kannst du mit Gewalt oder deinem Lichtschwert öffnen. Andere können nur mit der Fähigkeit Sicherheit geöffnet. So. Also hier können wir die Tür mit Sicherheit öffnen, manche kann man aufbrechen, manche eben nicht, das sagt sie gerade hier. Hier liegen wir, also Mitra Surik liegt hier, unser Hauptcharakter, und sie muss geheilt werden. Das heißt, wir brechen jetzt erstmal den Medikamentenbehälter auf, bekommen dafür ein paar Medikits. Kann ich ja mal kurz zeigen, im Journal ist das Ganze eingetragen worden, es gibt den Prolog und es gibt nochmal eine Bonusmission, und zwar Mitra Surik zu heilen, ist ein Bonus. Also wenn man hier reingeht und gibt ihr ein Medikit, das Medipack kann deinen Zustand stabilisieren. Verletzung heilen. Dein Zustand ist stabil. Um völlig zu genesen, brauchst du auf der Piragus-Station ärztliche Hilfe. Aber immerhin schwebst du nicht mehr in Lebensgefahr. Das ist doch gut, dass wir nicht mehr in Lebensgefahr schweben. Wir fahren weiter. So, hier gibt es nichts weiter zu tun für uns. Vorher wollen wir aber mal diese Tür noch öffnen. Damit sind wir wieder im Kontrollraum. So, jetzt schalten wir auf den Solo-Modus um. Denn es gibt hier manche Sachen, die kann man nur im Solo-Modus öffnen. Zum Beispiel hier, ne? Wir wollen die innere Werkstatt. Und dafür müssen wir hier auf unseren Kollegen schalten. Und mit dem Kollegen das Ding hier bedienen, die Sicherheitstüren, und machen erst einmal die äußere Garagentür zu. So. Und öffnen dann die innere Garagentür. Auf diese Weise kann der gute T3M4 da rein. Ne, wisst ihr, der hat die Tür hinten geschlossen, jetzt vorne geöffnet. Denn hier ist nämlich ein Leck. Ne? Hier ist Weltraum. Deswegen muss hier immer erst eine Tür geschlossen werden, bevor die andere geöffnet werden kann. Und schade, dass wir jetzt nicht hier raus können. Gut, dann lassen wir das Ganze auch mal. So, wir gehen zur Werkbank. Benutze sie, wenn du Gegenstände in ihre Einzelteile zerlegen möchtest.
Mit den so gewonnenen Komponenten kannst du anschließend Reparaturkits, Waffen, Rüstungen und Upgrades bauen. Aufgrund der Schäden der Ebenhawk ist diese Werkbank momentan nur eingeschränkt funktionsfähig. Du kannst aber immerhin ein Reparaturkit bauen, um dich selbst zu reparieren. Benutze die Werkbank, um deine Gegenstände in ihre Einzelteile zu zerlegen. Und baue aus den so gewonnenen Komponenten ein Reparaturkit. Ja, das ist eine ganz große Neuerung in Knights of the Old Republic 2. Man kann jetzt tatsächlich craften. Hier ist dann der Ausgang. So, und hier gibt es auch nichts weiter zu finden. Steuerbordkojen. So, vielleicht kann man es von draußen überbrücken. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie geht. Man kann den Prolog überspringen, also findet man hier auch jetzt keine wichtigen Gegenstände. Es geht einfach nur darum, dass man das Spielsystem lernt, wie funktionieren die Werkbänke. So, wie werden Gegenstände hergestellt und so weiter. Wir gehen mal zurück zum Hauptmenü. Benutzen oder zerlegen. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, bei andere, also ne, Objekt erstellen oder Teile zerlegen, Inventar betrachten. So, also hier können wir jetzt Teile zerlegen oder etwas erstellen. Wenn wir auf Benutzbar gehen, hier Erstellbares betrachten. Andere, wir wollen ein Reparaturkit erstellen. Dafür benötigen wir Komponente. Wir haben zwei Komponente und eins davon kostet es. Damit können wir ein Reparaturkit erstellen. Das machen wir jetzt auch gerade mal. So, damit haben wir ein Reparaturkit. Wir erstellen gleich mal noch eins. Inventar betrachten. Gut. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Hier. Genau. Hier haben wir ein Reparaturkit. Damit können wir uns reparieren. Möchtest du ein Reparaturkit benutzen? Klicke auf das entsprechende Symbol am unteren Bildschirmrand oder drücke die Taste 5. Drücken wir mal die 5. Hallo? Komm schon. Ach so, habe ich ja ganz vergessen. Vor lauter Star Wars Knights of the Old Republic 1. Man kann hier tatsächlich Reparaturkits oder Medikits auch auf seine Gruppenmitglieder anwenden. Das heißt, man kann tatsächlich einen Heiler dabei haben. Deswegen wählt man das Ding aus, was man haben will und klickt dann auf sich oder auf ein Teammitglied, um das entsprechend zu heilen. Wir haben jetzt wieder so ziemlich volle Lebenspunkte und marschieren den ganzen Weg wieder zurück. So. Er hier schaltet gleich nochmal durch. Erst einmal eine Tür schließen. Und dann die andere Tür öffnen. So, abmelden. Und damit sind wir wieder zurück. Das ist der primäre und schalten wieder um auf die Gruppenfunktion, auf den Gruppenmodus. So, außerdem werden wir jetzt den Weg nach oben suchen, nämlich hier hoch. Das ist der Versorgungsaufzug. Ganz genau, der Versorgungsaufzug. Mit diesem Aufzug kommst du zur Außenseite der Ebenhawk. Und da wollen wir auch hinausgehen. Mal ehrlich, ist das nicht herrlich? Ich finde, das sieht so genial aus immer. Also ich meine, ich wünsche ja niemanden an irgendeiner intelligenten, außerirdischen Lebensform, dass ihr Heimatplanet explodiert. Ich hoffe, das war kein Heimatplanet, aber das sieht immer so geil aus, wenn sowas zu sehen. Ich meine, natürlich grafisch ist es nicht auf dem neuesten Stand. Klar, da gibt es Spektakuläreres, aber einfach der Gedanke, so am Weltall, Planeten, solche riesigen Explosionen, finde ich immer krass. Okay, gut, das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Wir sammeln hier Teile ein. Offene Luke, da gibt es Teile zu finden. Hier ist auch noch eine offene Luke, in der es auch Teile zu finden gibt. So, hier ist auch nochmal Ersatzteile. Damit haben wir auch alle gefunden, die wir brauchen. Ja, Reparatur des Hyperantriebs. Was wir außerdem machen können, ist hier noch Minen einsammeln. Sprengstoffeinsatz. Kannst du die Minen deaktivieren oder bergen?
Für die Bergung einer Mine brauchst du einen höheren Fähigkeitswert als für die Deaktivierung. Allerdings kannst du geborgene Minen später gegen deine Feinde einsetzen oder auf einer Werkbank zerlegen. Das ist interessant. So, darum ist eben der Werk, habe ich über den Wert Sprengung nachgedacht und über den Wert Bewusstsein, weil man eben damit solche Sachen eben finden kann und dann eben auch zerlegen kann. So, was haben wir hier nochmal? Da haben wir nochmal eine schwache Splitterbombe und Teile. Nehmen wir alles mit. Unglaublich. Wir können die Tür aufsprengen. Und wir kehren zurück. Also hier werden auch die Skills erklärt. Dummerweise muss man die Skills halt vorher auswählen, bevor man sie dann, bevor man sie erst später hier erklärt bekommt. Mehr Sinn hätte das gemacht, wenn man erst das Tutorial spielt und danach erst seinen Charakter erstellt, zumal man seinen Charakter hier eh noch nicht braucht. Aber gut, sei es drum, wir wissen ja, was wir tun. Deswegen gehen wir jetzt weiter zum Maschinenraum, legen da eine Splitterbombe hin und ziehen ab. Tschüss. So, also Tür ist offen, jetzt können wir rein in den Maschinenraum und im Maschinenraum werden wir dann alles reparieren. Das Backbordtriebwerk ist deaktiviert, scheint aber intakt zu sein. Repariere den Hyperantrieb, um die primäre Energieversorgung zu aktivieren und das Triebwerk mit Strom zu versorgen. Das Steuerbordtriebwerk ist stark beschädigt. Du kannst es erst nach der Landung auf der Peragus-Minenstation reparieren. Interessant, gut, aber was wir reparieren müssen, ist den Hyperraumantrieb, der natürlich wieder mal defekt ist. Déjà-vu an Knights of the Old Republic 1 und das machen wir jetzt auch. Solange du den Hyperantrieb nicht reparierst, kannst du nicht auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Leider gibt es auf der Ebenhorn nicht das nötige Werkzeug. Vielleicht kannst du den Hyperantrieb aber notdürftig zusammenflicken, um die Energieversorgung und das Backbordtriebwerk zu reaktivieren. Danach könntest du an der Peragus-Station andocken, um den Antrieb zu reparieren. Und genau das machen wir. Wir reparieren den Hyperraumantrieb, das benötigt 5 Ersatzteile. Die haben wir locker zusammen. Der Hyperantrieb ist online. Primäre Energieversorgung reaktiviert. Du hast es fast geschafft. Kehre jetzt zur Sternkarte im Cockpit zurück und nimm Kurs auf Peragus. Und genau das machen wir. Dann haben wir das Tutorial abgeschlossen. Die einen werden vielleicht denken, okay, das Tutorial war ein bisschen unnötig. Karadrik, wie kannst du sowas nur spielen? Die anderen werden sich denken, ganz interessant, dass du es gezeigt hast. Das finde ich toll. Ich habe es eigentlich immer nur geskippt. Ihr habt ja die Möglichkeit, das Video zu skippen, wenn ihr das möchtet. Das ist im Prinzip das gleiche, wie wenn man jetzt hier draufklickt. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal der Vollständigkeit halber gezeigt haben. Und wir wissen jetzt auch, was der gute T3M4 hier erlebt hat und auf welche Art und Weise er unsere Charaktere gerettet hat. Denn unser Leben hängt oder hing mehr als nur einmal vom guten T3M4 ab. Ja, das wissen wir schon. Darum wählen wir jetzt Peragus aus und klicken auf Reisen, denn dann sind wir fertig mit dem Tutorial.
Neuer Tagebucheintrag. Das war das Tutorial-Level, der Prolog. Seid ihr auch so gehypt wie ich, wie es weitergeht? Ich bin es auf jeden Fall sehr. Ich freue mich drauf. Schaltet auf jeden Fall ein in der nächsten Episode, denn ich werde die Aufnahme hier an der Stelle beenden. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Damit unterstützt ihr mich. Ich freue mich riesig. Für jeden Einzelnen von euch, der zuschaut, der mir einen Daumen da lässt. Für jeden Einzelnen, der einen Kommentar da lässt. Und ich hoffe, ich kann euch in der nächsten Episode wieder begrüßen, wenn wir mit unserem neuen Hauptcharakter in Star Wars Knights of the Old Republic 2 durch diese Tür gehen und die Peragus-Station erkunden. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Tschüss!